Hallo ihr Lieben, ja, das ist mal ein ganz kurzes Video und ich weiß auch noch nicht genau, ob ich das überhaupt hochlade und deswegen ist es auch ein bisschen wackelig, aber ich wollte euch trotzdem einfach kurz mitnehmen und das nicht ungefilmt lassen, wenn ich dieses Päckchen aufmache. Das habe ich gerade bekommen, ich bin ja bei meinem Freund noch in Amerika und da habe ich spontan von McPherson einen Bausatz gekauft, der in Deutschland ausverkauft ist und den ich in letzter Zeit einfach ganz toll finde und unbedingt haben wollte. Und genau, der ist gerade angekommen. Das ist nur die Rechnung, die schauen wir uns nicht an, denn da steht die Adresse von meinem Freund. Dann haben wir hier diese kleine Dingskarte, Visitenkarte und oh, sie kommt sogar mit einem Körper, das wusste ich gar nicht. Das ist sehr cool. Ist das so einer? Aber wahrscheinlich werde ich noch einen anderen für sie. Obwohl, der ist eigentlich nicht schlecht, ne? Das ist eigentlich super. Ja, vielleicht werde ich sie einfach. Wird sie den bekommen? Ich werde sie natürlich nicht selber machen. Ich werde sie in Auftrag geben. Jetzt gucken wir uns mal schnell die. Oh, ist die weich. Boah. Das ist total weich. Wow. Wow, ich bin gerade echt. Und das ist irgendwie warm. Ich weiß jetzt aber nicht, warum das warm ist, aber ich war gerade so. Es fühlt sich so echt an. Das ist ein kleines Beinchen. Und die süßen Speckröllchen, die ich so gerne mag. Noch ein weiches Beinchen. Oh. Tut mir leid, dass die Kamera so wackelt, aber ich habe jetzt nicht die Zeit, das aufzubauen. Wir essen gleich und ich wollte das jetzt nur schnell auspacken. Schöne Füße. Wisst ihr schon, welcher Bausatz das ist an den Füßen? Ich glaube, an den Händen, wenn man den Bausatz kennt, dann weiß man das sofort. Denn hier seht ihr einen Arm. Und ich glaube, da gibt es auch, da gibt es keine Verwechslungsgefahr. Das ist einfach so eine charakteristische Hand. So schön. Ich liebe die. Und die fühlen sich so weich an. Das ist Wahnsinn. Das ist echt der Hammer. Und hier ist die andere Hand. Diese süßen Hände. Oh Gott, sind die niedlich. Das Vinyl ist sehr, sehr weiß. Ich hatte ja erst den Lillisol-Bausatz in der Hand. Na, fokussiert das heute noch ein bisschen vielleicht? Sieht nicht so aus. Na, doch jetzt. Ein bisschen. Und der war nicht so hell, glaube ich. So, seid ihr bereit für den Kopf? Dann ist es auch den letzten klar, welcher Bausatz das ist. Ist etwas schwierig mit einer Hand. Aber hier ist die Schnecke. Und zwar ist das Esme von Cassie Brace. Wow, der ist richtig toll und der ist groß. Ich wollte daraus vielleicht ein Zwilling machen für Lillisol, aber ich sage euch, das wird nichts. Denn der ist sehr viel größer wie Lillisol. Wow, so schön. Wahnsinn. Das ist ein schönes Kind. Oh, ich habe auch extra was bekommen. Zwar hier einen Magnetschnuller, das ist ja nett. Das wusste ich nicht. Und was ist das hier? Also ein Clip für die Schnullerkette mit einer kleinen Biene drauf. Sehr süß. Das ist ja wirklich lieb. Damit habe ich nicht gerechnet. Und hier ist noch das Zertifikat und ein schönes Bild von einem Prototypen. 322 von 650. Sehr schön. Ja, das wollte ich euch nur kurz zeigen. Wie gesagt, es wird wohl kein Zwilling für Lillisol, denn der Vorsatz ist wirklich um einiges größer. Mal gucken, was wir damit machen. Aber ich liebe dieses Baby einfach und bestimmt werde ich eine andere Verwendung für sie finden. Ja, und das war's von uns für heute. Tschüss!